jetzt wird es ganz international auf der Bühne, denn die Bewegung für eine andere Landwirtschaft muss über Grenzen hinweg gehen. Wir haben mit globalen Klimaproblemen, mit globalem Artensterben zu tun und zum Glück gibt es europaweit immer mehr Akteure. Es gibt die Good Food, Good Farming Bewegung. Und davon kommt jetzt Maria Staniszewska aus Polen und die bringt eine ganze Menge Leute mit auf die Bühne. Einen dicken Applaus! Herzlich willkommen, unsere polnischen Gäste! Jawohl! Und damit ihr alle gut verstehen könnt, was Maria sagt, ist sie nicht ganz alleine, sondern hat sie zum Übersetzen Maciej Skonbek mitgebracht und der hilft, dass ihr mitkommt. Bühne frei! Yes. Liebe Freunde! Po polsku. Jestem bardzo szczęśliwa, że jestem na takiej wspaniałej demonstracji. Jestem już drugi raz i to jest coś wspaniałego. Also weiter geht's auf Polnisch. Ich bin wirklich glücklich, dass ich an so einer tollen Demo teilnehmen kann. Es ist bereits das zweite Mal, dass ich dabei bin. Nie. Nie jestem sama. Jestem razem z moimi kolegami, przedstawicielami ruchu Good Food, Good Farming. Ich bin aber hier aber nicht alleine. Es sind auch meine Freunde und Freundinnen dabei. Das sind Vertreter der Bewegung Good Farming, Good Food. Jest nas coraz więcej. W tym roku, w 2019 roku, ta akcja była w 22 europejskich krajach. Wir werden auch immer mehr und in diesem Jahr 2019 sind wir in 22 Ländern Europas aktiv gewesen. Moi koledzy z Polski, Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Austrii, Szwajcarii, ale także Łotwy, Rumunii, Słowacji, Belgii i Szwecji. Ich habe heute meine Kollegen und Kolleginnen dabei aus Lettland, aus Polen, aus Italien, aus Spanien, Frankreich, Österreich, aus der Schweiz, aus Rumänien, aus der Slowakei, aus Belgien und aus Schweden. Jesteśmy tu razem, wszyscy, rolnicy, konsumenci, aktywiści, żeby domagać się innego rolnictwa i innej żywności. Chcemy lepszego rolnictwa. Wir kommen hier als Landwirte, als Verbraucher und als Aktivisten zusammen, um einfach eine andere, eine bessere Landwirtschaft zu fordern. Chcemy, żeby to rolnictwo było suwerenne, żeby produkowało dobrą żywność z poszanowaniem praw człowieka i zwierząt. Wir wollen, dass diese Landwirtschaft souverän ist. Wir wollen, dass sie gutes Essen erzeugt und dass sie menschen- und tierfreundlich ist. Ale chcemy, żeby to rolnictwo również odpowiedziało na poważne wyzwanie, jakim są zmiany klimatyczne, a tak naprawdę katastrofa klimatyczna. Wir wollen aber auch, dass die Landwirtschaft der Herausforderung gerecht wird, die mit dem Klimawandel einhergeht. Eigentlich handelt es sich bei dieser Herausforderung bereits um eine echte Klimakatastrophe. Ofiarami możemy być my, konsumenci, a przede wszystkim rolnicy. Und diese Klimakatastrophe fallen zuerst die Landwirte und dann auch die Verbraucher zu Opfer. Dlatego nowa wspólna polityka rolna powinna zapewnić nam inne rolnictwo. Deshalb muss die neue gemeinsame Agrarpolitik eine ganz neue Landwirtschaft sicherstellen.
domagamy się takich rozwiązań, aby przede wszystkim poradzić sobie z kryzysem klimatycznym i chronić naszą planetę. Wir fordern von dieser neuen Agrarpolitik gute Lösungen, damit wir vor allem die Klimakrise überwinden und unseren Planeten schützen können. Zakończyć dramatyczną utratę rodzinnych gospodarstw. Wir müssen auch dem dramatischen Höfesterben ein Ende setzen, damit die bäuerlichen landwirtschaftlichen Betriebe nicht mehr verschwinden. Wydawać publiczne pieniądze, nasze pieniądze z naszych podatków na wsparcie rolników ekologicznej transformacji. Wir müssen die öffentlichen Mittel dafür verwenden, dass die Landwirte bei der Agrarwende unterstützt werden. Das ist unser Geld der Steuerzahler. Zapewnić dobrostan zwierząt. Wir müssen auch das Wohlbefinden von Tieren fördern und sicherstellen. A przede wszystkim zapewnić nam dobrą, lokalną żywność. Und ich würde mir vor allem wünschen, dass wir immer gesundes und vor Ort erzeugtes Essen für alle EU-Bürger sicherstellen können. W tym roku zostanie podjęta decyzja w sprawie nowej wspólnej polityki rolnej, na którą idzie ponad 30% naszych dochodów, naszego budżetu, tak prawdę powiedziawszy. In diesem Jahr werden die Weichen für die neue gemeinsame Agrarpolitik gestellt, die 30% des europäischen Haushalts, unseres europäischen Haushalts ausmacht. I dlatego chcemy, żeby do tej polityki, do wspólnej polityki rolnej, również zawitał nowy zielony ład. Deshalb wollen wir, dass der neue grüne Deal, New Green Deal, auch im Rahmen dieser neuen Agrarpolitik umgesetzt wird. Wierzymy również i mamy nadzieję, że rząd niemiecki, którego prezydencja będzie w drugiej połowie tego roku, będzie poprze to. I dlatego tu jesteśmy, tu w tym historycznym miejscu pod bramą brandenburską i apelujemy do rządu Niemiec, żeby poparł taką politykę. Und wir glauben auch, dass die deutsche Regierung eine wichtige, positive Rolle bei diesem Prozess spielt, jetzt wo Deutschland in der zweiten Hälfte von 2020 die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Und wir kommen heute zusammen an diesem historischen Ort am Brandenburger Tor und wir wollen gemeinsam eine Botschaft an die deutsche Regierung senden, eine Botschaft mit unserer Forderung nach guter Landwirtschaft und nach gutem Essen und wir hoffen, dass die deutsche Regierung uns dabei unterstützt. Dziękuję za uwagę. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Dziękuję, Maria. Vielen Dank an Maria und an die ganzen Aktivistinnen von Good Food, Good Farming aus ganz Europa. Großartig, dass ihr hier dabei seid. Das ist euer